Jo, schönen guten Tag, herzlich willkommen hier zurück. Der Ära zockt wieder World of Tanks. Und das ist wieder eine Folge aus der wunderbaren Reihe Road to T55A. Die Missionen, um den DDR-Panzer zu bekommen. Das ist der dritte Missionsbaum bei World of Tanks, wo man verschiedene Missionen knacken muss. Wir sind zusammen unterwegs mit dem Robert Ronski und wir fahren Stufe 6 Medium-Panzer und sind Top-Tier. Also sind gute Voraussetzungen. Der Robert fährt einen T-34-85, wir fahren unseren Skoda T-25, unseren hassgeliebten tschechischen Medium-Tank. Was ist unsere erste Mission? Die erste Mission lautet: Beschädigen Sie ein Gegnerfahrzeug, gewinnen Sie das Gefecht, erhalten Sie mindestens dritthöchste Erfahrung Ihres Teams. Nebenbedingung: Überleben Sie das Gefecht. Also grundsätzlich klingt das nach einem relativ einfachen Auftrag. Ihr seht unten, Merry Christmas läuft durch den Chat. Das ist ein Spiel, ist schon was älter, hat stattgefunden, Heiligabend. Ja, diese Road to Geschichten produziere ich einfach immer so ein bisschen Stück für Stück hinterher, wenn ich mal Zeit habe. Also es kann durchaus passieren, wenn ihr das hier seht, ist schon Sommer oder so, keine Ahnung. Weil ich will das ja dann auch raushauen, wenn ich soweit erstmal ein bisschen was geschafft habe. Und ich euch ein bisschen was zeigen kann. Ja, Skoda T25, Siegfried-Linie, wir greifen an. Das heißt, wir müssen jetzt versuchen, in die Stadt zu kommen und alle zu töten. Wir müssen leider auch ein bisschen den Angriff anführen, weil wir sind halt nun mal Top-Tier. Was es ein bisschen schwierig macht, finde ich, ist einfach, dass das Skoda eigentlich kein Gerät für die Stadt ist. Also das ist eher so, wo man draußen ein bisschen Geschwindigkeit ausspielen, ein bisschen überfallartig arbeiten. Ja, wir haben einen Hetzer gefunden. Ja, ich habe ein bisschen Angst vor der 10,5er, das muss ich ehrlich zugeben. Und dann soll die Arti den Kill haben. Aber wir haben den ersten Schaden. Das Spiel ist 124 Schaden und 146 aufgeklärt. Und dann ist der Hetzer raus aus dem Rennen. Und da kommt direkt schon so ein Panzer, auf den können wir 5 Jahre schießen, ohne irgendwas auszurichten. Wir haben einen UI vor der Front. Der macht mir ehrlich gesagt immer so ein bisschen Angst, weil mit der Skoda-Kanone geht da relativ wenig. Da draußen ist unser deutscher Counterpart. Es gab ja den T25 schon mal als deutschen Premium-Panzer. Auch Stufe 6, aber halt deutsch. Und da ist ein OI Experimental. Und wir bouncen uns schön ein. Und der Roba, sehr geil. Der Roba hat einen Amorek auf den AMX-40 geschossen. Ja, und der hat uns auch gesehen, unser deutscher Kollege. Und hat uns direkt mal einen Schuss gegeben. Da können wir auch bloß das Magazin ausladen und erstmal losschießen. Mal gucken. Ja, 4-0. Also das sieht jetzt nicht so aus, als sollten wir das jetzt wunderbar verlieren hier, sondern ich denke, hier hat man durchaus alle Chancen, was zu reißen. Und wie gesagt, die Mission Beschädigen eines Gegnerfahrzeugs haben wir. Gewinnen Sie das Gefecht, kriegen wir irgendwie hin. Und dritthöchste Erfahrung, ja gut, dann müssen wir mal schauen. Also die ersten Missionen sind ja durchaus auch einfach, die sind durchaus auch zu machen. Und ja, deswegen, wir rutschen jetzt mal vor und schauen mal, wie weit wir kommen und was wir da noch so hinkriegen. Mal gucken. Im Chat war jetzt eh gerade noch so die Freude riesengroß über das wunderbare Amorek vom Roba. Das fand ich cool. Da macht es einfach mal bumm und dann kracht's und alle schreien, der Roba macht's. Roba hat schon seinen zweiten Kill. Das ist sehr anständig. Der lässt hier ganz schön die Sau raus. Und jetzt müssen wir das machen, was wir irgendwie halbwegs noch hinkriegen sollten. Ein bisschen flankieren, ein bisschen drumherum fahren. Und da ist ein 3601H. Das ist so ein Panzer, den möchte ich sehr ungern beschädigen. Weil das ist ja ein toller Panzer. Das ist ja mein Lieblingspanzer. Da sollen die anderen drauf schießen. Und da ist ein Strutzwagen. Strutzwagen. Strutzwagen ist auch ein schöner Begriff. Und wir haben hier einen VK3001H. Der hat uns aber kommen sehen und ist abgehauen und hat sich lieber von jemand anders töten lassen. Das finde ich nicht gut. Also wenn ihr mich mal auf dem Schlachtfeld trefft, Leute, ihr könnt euch ruhig von mir töten lassen. Ich freue mich darüber. Und dann kommt ihr hier auch im Video. Dann steht ihr hier in meiner Heldenliste. Das ist da auch nicht schlecht. Und da ist er wieder, der Skoda T25 vom Anfang. Und wir haben ihm die Kette gezogen. Leider haben wir dann auch nie mehr hingekriegt. Und es läuft jetzt alles darauf hinaus, dass es jetzt ruckzuck zu Ende geht. So. Da haben wir noch einen Kill. Der Roba hat schon 4 Kills. Der ist ja auch voll auf dem Killing Streak. Eigentlich müsste man sich angucken, was der Roba so gemacht hat. Weil da geht, glaube ich, gerade mehr als bei mir. Weil wir räumen jetzt nur noch so ein bisschen auf. Ja, Stuck 3, Strutzwagen, alles was noch so da ist, ist hier draußen und schießt auf uns. Und der Roba holt sich natürlich den Kill. Sehr gut. Damit hat unser Platoon schon 6 Kills. Wobei mein Anteil da eher
geringerer Natur ist. Das hat schon eher mein Freund darüber gemacht. Jetzt war natürlich die Mission, nicht zu sterben. Deswegen habe ich mir überlegt, fahre ich das Ganze ein bisschen vorsichtiger, weil jetzt noch sterben wäre schon ziemlich bescheuert. Das würde mich schon sehr ärgern. So, mal gucken, vielleicht kommt da hier der Strutzwagen nochmal raus und zeigt sich nochmal, aber ich glaube, der wird es wahrscheinlich eher in seinen Heil in der Flucht suchen. Außerdem würde ich dem Roba auch ganz gerne noch hier den Krieger gönnen. Also möge der Roba dann nochmal sich einen Kill mitnehmen, da hat er seine 6 Kills. Das fände ich sehr cool. Und der Roba ist dran und wird ihn wahrscheinlich jetzt auch machen, den Kill. Ne, da macht's der IKV, das ist echt ärgerlich. Und da bleibt es bei 6 Kills für uns. Da freut sich der IKV, sehr gut. Egal, wir gucken mal trotzdem in die Endauswertung, wie wir uns denn so geschlagen haben. Hat es denn überhaupt gereicht mit der drittmeisten EP? Ja, zu der Auswertung gibt es mal wieder überhaupt nie wirklich viel zu sagen. Überlegenheitsabzeichen 3800 EP für doppelt, weil Tagessieg, 23.000 Credits verdient und eigentlich gar nicht viel gemacht. Und jetzt kommt die entscheidende Frage, EP-mäßig, ganz oben natürlich der Roba mit 1156 Schaden und 794 EP, Platz 2 KV85 und gerade so mit 9 Punkten Vorsprung auf Platz 3 der Ära mit seinem Skoda T25. 603 EP und das hat natürlich gereicht. Die Mission war ja unter die Top 3 kommen, gewinnen und einen Gegner beschädigen. Mit 831 Schaden haben wir das alles erfüllt und sind demnach sehr zufrieden. Wir haben sogar einen Kill. Also insofern, was will man mehr? Mission auch noch ausgezeichnet abgeschlossen, weil überlebt. Ja, es war halt schon ein ziemliches Massaker und jetzt nicht besonders aufregend. Deswegen, was soll ich jetzt hier groß rum erzählen und rumquatschen? 14 geschossen, 9 Treffer, 8 Durchschläge. Also diese Kanone macht mich nach wie vor so ein Stück weit alle, weil relativ wenig Schadenspotenzial aus der Fahrt und so weiter. Man muss immer alles zielen und immer ein bisschen sehr behäbig spielen. Das ist nicht so meins. Nichtsdestotrotz, wir haben 17.000 Credits verdient und damit auch die Medium-Mission 1 erfüllt. Und wenn das uns zum T55A führt, irgendwann einmal, dann werde ich mich nicht beschweren und sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über Daumen, über Kommentare, über Zuneigung jeder Form. Teilt, schaut mal bei eratrion.de vorbei, was auch immer euch gut dünkt. Schickt mir große, enorme Summen Geld aus purem Mitleid, was auch immer euch gern einfällt. Ansonsten würde mir reichen, ihr habt einfach ein bisschen Spaß. Das fände ich auch sehr cool. In diesem Sinne sage ich, macht euch einen schönen Tag und bis bald mal wieder. Ciao, ciao, der Ära.